sind wieder da und wir suchen noch immer diesen Schlüssel. Ich habe keine Ahnung, wo das sein könnte. Aber wir werden es sehen. Dojo von Mukupuni. Ich mache nur eine kleine Pause vom Dojo. Da drinnen wird es ganz schön heiß, wenn alle mit ihrem Feuertemtem trainieren. Okay, also gibt es Feuertemtems hier. Probieren wir unser Glück. Probieren wir's. Mukupuni Dojo. Guten Tag. Ach nein, Neuankömmling in unserem Dojo. Uns besuchen nicht viele Inselfremde hier in Mukupuni. Wir sehen dich und teilen einen Atem mit dir. Ich suche nach Raviri. Da bist du hier richtig. Er ist unser Dojo-Meister. Wenn du dir den Weg zu ihm hinkämpfen kannst, wird er dich empfangen. Und denk daran, dass du auf diesen Plattformen schnell sein musst. Nur die Schnellfüßigen sind es würdig, die Zeit unserer Dojo-Meisters zu verschwenden. Also gut. Okay, schaut's aus mit geradeaus. Echt jetzt? Du bist diese neue Bändigerin, die alle meine Schlüssel besiegt hat. Ich bin Miss Knirps. Und mein Name ist Raviri. Ich bin Dojo-Meister von Mukupuni. Es ist lange her, dass jemand von außerhalb diesen Ring betreten hat. Doch du hast dir dieses Recht verdient. Sophia hat mir aufgetragen, bei dir zu trainieren. Oh, ist dem so? Woher weiß ich, dass das stimmt? Warum sollte ich lügen? Na, um meinen Schlüssel zu stehlen, wie die letzten paar Fremden es vor einer Weile getan haben. Diese angeblichen Wissenschaftler kamen, um mich nach dem besten Weg zum Anak-Vulkan zu fragen. Und ehe ich mich versah, war mein Schlüssel zum Gondellift verschwunden. Sie waren verschwunden und der Anak begann mit der stärksten Eruption, seit ich in deinem Alter war. Ich hätte es besser wissen sollen, als Fremden zu vertrauen. Sophia ist die einzige Nicht-Myrin-Sulanerin, der man trauen kann. Das sind Wörter, meine Lieben. Und dich kenne ich nicht. Temtem los. Na dann. Schaufeln wir doch unseren Grab, oder? Werden wir sehen, ob wir ihn bekämpfen können. Ja, 24, 24. Tja. Das war sehr gut. Das war schlecht. Gut, gut, gut. Dann komm, probiere ich mit dir weiter. So, jetzt
jetzt wissen wir, wie man dich besiegt. Jetzt brauche ich nur den passenden Temtem, um dich zu besiegen. Geht nicht. Vergiften geht nicht. Was ist das da? Ach Gott. Okay, okay. Okay, das funktioniert bei dir auch. Ja. Bekommst das und dich muss ich heilen. Bekommst das hier und du bekommst das hier, aber ich glaube, geht es. Schauen wir mal. Dich und dich heilen wir. Weg. Das war Nummer 2. Das ist dann Nummer 3. Was ist das schon wieder? Jetzt ist der weg. Schauen wir mal, was das bei dir bringt. Ah, ziemlich viel, okay. Aber auch ich verliere was. Heil dich. Mhm. Sind beide Feuer und ich brauchte Wasser. Das ist schon so wenig. Darf ich auch angreifen? Bitte, bitte. Hat nicht viel gebracht, hat nicht viel gebracht. Ist aber schon. Und trotzdem bin ich auch weg vom... Ah, der, okay. Habe ich noch 2, ne? Oh,
euch zwei habe ich noch. Und du hast auch den letzten zwei, ne? Probieren wir mal. Echt jetzt, aber er stirbt genauso. Dann machen wir dich einmal fertig. Jetzt bin ich sowieso tot, ne? Tja, sag ich ja. Okay, gut. Ich hätte geglaubt, dass wir das schaffen in der ersten Runde, aber macht nichts. Macht nichts. Gut, ich habe aber... Was kann ich verkaufen? Das kann ich verkaufen. Gegenwiff kann ich auch verkaufen. Gut, verkaufen, so kaufen. Kann ich nur zwei? Das ist blöd. Aber jo. So, wo waren wir? Da. So, immer nur geradeaus. Das. So, auf ein neues. Ja. Lass uns kämpfen. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen, dich zu besiegen. So. Dich tauschen wir aus. Auf den. Bekommst das hier. Dank.
Hey, 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 hey. Mal klar. So, so, so. Dann komm du mal. Dank. Beide Feuer, okay. Dann bin ich weg. Super. So, gucken wir mal, gucken wir mal. Tsunami. Sehr schön. Sehr schön. Schon. Habe ich noch irgendetwas? Nope.
kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Auch wieso schaut mehr Wasser dem Turm? Komm heute durch, letzte Temptem. Fast. Fast hätten wir geschafft. Fast. Kann probieren, dich statt den zu nehmen und dann sehen wir es halt weiter. Ne? Einmal probiere ich es noch und wenn wir dann nicht schaffen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Hallo. Alter, was ist jetzt los? So, komm, letzter Versuch. Letzter Versuch. Oh, ich hab das schon wieder nicht geändert. Alles gut.
So. Der ist weg. Will's noch nicht benutzen. Auch sehr gut. Auch sehr gut, soweit. Solltet noch mal weg sein. Jawohl, eins zumindest. Zweck. So, jetzt haben wir Nummer eins. Halt nur durch. Wo kommst du? Habe ich noch eine Salbe? Nager. Komm du hier und du bekommst das dabei. Hab nicht viel gebraucht, aber ja, macht nichts. Macht nichts.
1 gegen 1. 1 gegen 1. Komm. Haben wir es jetzt? Schaut gut aus. Das war diese Bewegungen. Ich kenne nur eine Bändigerin, die so kämpft. Vielen Dank, wir haben es geschafft. Jawohl. Also hat dich Sophia wirklich geschickt. Ja, wie ich es gesagt habe. Es tut mir leid, dass ich an dir gezweifelt habe, Miss Knirps. Also nun, weißt du, das traditionelle omninessische Initationsritual beinhaltet eine Pilgerreise zu Anak Vulkan, um den Segen der Göttin zu erhalten und einige Feuertemtem zu fangen. Aha. Aber der alte Anak befindet sich derzeit in der größten Eruption, die ich seit meiner Kindheit miterlebt habe. Und diese sogenannten Wissenschaftler haben meinen Aufzugsschlüssel gestohlen. Was ist der Gundelift? Erzählt mir über den Anak. Dann lass uns über etwas anderes reden. Der alte Anak ist hart, aber fair. Die Göttin zerstört und erschafft und meistens ist sie gut zu uns. Die Winde blasen die meisten Gase hinfort und hinterlassen nur die furchtbare Erde. Aha. Es ist sehr ungewöhnlich von ihr, in eine solche Rage zu verfallen. Meist gibt es Vorzeichen, Veränderungen in den Winden und im Geruch und kleinere Vorbeben. Aber das hier passierte über Nacht von jetzt auf gleich. Was ist der Gundelift? Der Name sagt eigentlich alles. Es ist ein Bahnwagen, der an einem Seil hängt. Ihr Inselfremden würdet es vielleicht Schwebebahn nennen. Man braucht einen Aufzugsschlüssel, um sie zu benutzen. Es gibt zu viele dumme Touristen deswegen. Dann lass uns über etwas anderes reden. Also, naja, ich habe einen Ersatzaufzugsschlüssel für alle Fälle. Da du ein Freund von Sophia bist, schätze ich, ich kann ihn dir geben. Danke. Mhm. Kein Problem, du hast es dir verdient. Das hoffe ich. Ein Aufzugsschlüssel bekommen. Sehr gut. Also, Miss Knirps, nachdem du ohnehin auf dem Weg zu Gundelift bist, könntest du etwas für mich tun. Aha. Kannst du dir ansehen, was am Riesen bei Nian vor sich geht? Es ist ein wichtiger Ort unserer Kultur und ich höre immer wieder, dass dort jemand unsere Leute belästigt. Sie sind nicht von der Insel und da du offensichtlich ebenfalls nicht von hier bist, vielleicht kannst du mehr darüber herausfinden. Mhm. Ich kann das Dojo nicht alleine lassen, vor allem jetzt, wo Tihani nicht hier ist. Könntest du uns damit helfen? Sicher, ich werde mir den mal ansehen. Danke, du bist ganz in Ordnung für einen Inselfremden, weißt du? So, da. Na gut. Dann schauen wir mal, ob ich irgendwie da zurückkomme. So geht's ab. Dann gehen wir schnell zum Lift. Willkommen in Gondellift. Bitte wähle deinen Zielort. Na, Ominesien.
für Hochweg und Riesen beinahe fern um es für Anak, Vulkan und Glas weg. Gehen wir mal da. Schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Hochweg, ein Spaziergang über den Wolken. Sehr schön. Wie es dann hier dann weitergeht, seht ihr, meine Lieben, in der nächsten Folge. Tschüss, Baba.